Also, wir haben eine kleine, ist untertrieben, Impfaktion, die die Senatsverwaltung organisiert, nennt sich Pop-up-Impfzentrum. Es sollen, haben wir gerade gehört, insgesamt 2400 Impfdosen verteilt werden. Und zwar heute, am Samstag und am Sonntag bis insgesamt 19 Uhr kann man hier einfach vorbeikommen, sich impfen lassen, Impfausweis mitbringen und dann gibt es die beiden Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson, also entweder einmal oder zweimal. Mhm. Wiederholungstermin ist am 31.07., ist vielleicht auch wichtig, auch hier vor Ort. Tatsächlich, auch hier, ja, genau. Das ist nochmal. Und wird ganz toll unterstützt hier vom THW, von der Bundeswehr, vom Gesundheitsamt und natürlich auch von unserem Schulamt. Und wir als Schule haben uns bereit erklärt, was hier einfach eine günstige Lage ist, soll die Nakiz, dass viele erreicht werden können, die sonst vielleicht nicht ohne weiteres jetzt an Impfstoff gekommen wären und vielleicht einfach auch einen Sommer genießen wollen, in geimpfter Art und Weise. Super. Wo man bekommt die sozusagen ärztliche schon Aufklärung. Hier ist die Aufklärung? Ja. Okay. Also. Von hier ist das schon separat, damit es klar ist und die Leute richtig zugewiesen sind. Die werden auch begleitet von ihnen. In der Regel spätestens. Also jetzt zum Beispiel in der Reihe für Moderna. Da steht das Material, das ist alles in Ordnung, da liegt jetzt nichts, kein Impfstoff oder ähnliches, da haben Sie ich ihn. Und ich spreche mit der Frau Dr. Meyer-Rötz. Ich bin von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und die Einsatzleitung der mobilen Impfteams des Landes Berlin. Mhm. Und was ist jetzt heute Ihr Eindruck, den Sie haben? Wie sind Sie beteiligt an diesem Gesamtgeschehen hier? Wie geht's weiter? Sind Sie zufrieden? Also wir sind erstmal sehr zufrieden, wie wir hier aufgenommen wurden. Wir haben die letzten Tage alle gemeinsam hier den Aufbau organisiert, insbesondere natürlich mit Hilfe der Hilfsorganisationen und des Bezirkes. Wir haben ein bisschen dabei geholfen zu sagen, welche Strukturen müssen wir vorfinden, damit wir möglichst viele Impfungen dieses Wochenende auch setzen können. Wir sind insgesamt mit 14 Soldatinnen und Soldatinnen der Bundeswehr vor Ort. Wir sind mit 7 Personen mit 6 Personen vor Ort, die den Impfstoff aufbereiten und wir sind mit 15 Ärztinnen und Ärztinnen hier vor Ort. Wir haben in der Sporthalle 8 Impfkabinen aufgebaut, derzeit 4 für Moderna, 4 für Johnson & Johnson. Insgesamt werden wir um die 2400 Impfungen dieses Wochenende anpeilen. Wir hoffen, dass eben halt auch genügend Impflinge dieses Angebot annehmen, sowohl aus dem Soldiner Kiez als eben halt auch bei den geöffneten Straßenzügen bzw. dann auch bei den geöffneten Quartieren oder bei dem gesamten Bezirk. Mhm. Und bisher, es läuft sehr, sehr gut. Also wir haben heute Morgen gut gestartet. Wir schaffen das mit dem Management der Schlange gerade sehr, sehr gut, sodass die Schlange nicht zu lang wird, weil wir natürlich bei den Temperaturen immer darauf achten müssen, die Impflinge können nicht so lange in der Sonne stehen. Ja. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass das, was an Aufrufen gestartet wird, auch dazu passt, was hier gerade auf dem Hof passiert. Mhm. Wenn eine Schlange zu lang wird, dann haben wir einfach Probleme, dass die Leute kollabieren. Die denken nicht dran, sich was zu trinken mitzubringen. Aber es sind sehr, sehr viele Helferinnen und Helfer auf dem Hof, die immer dafür sorgen, dass die Impflinge gut mit Wasser versorgt sind. Gesehen, da wird da auch mal eine Banane gereicht oder ein Müsli-Riegel gereicht. Da stehen auch gleich am Eingang riesen Berge von Flaschen bereit. Ne? Genau, also auf jeden Fall. Und ist ganz, ganz wichtig, da wir uns natürlich um die Impflinge gut kümmern müssen, damit sie dann auch bis zu der Impfung überhaupt in die Sporthalle kommen und dass es ihnen auch danach gut geht und dass sie dann eben halt auch ein schönes Wochenende haben können, wenn sie die Impfung hier bei uns erhalten haben. Toll, dann danke ich Ihnen für Ihre Information. Und gerne. Wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß auch. Vielen herzlichen Dank. Das sind alle Sprachen, die Sie beherrschen und wo Sie Menschen helfen könnten, wenn sie Übersetzungshilfe brauchen. Ist das richtig? Ja, in Arabisch, finde ich.
zur Hilfe da und Hilfe hier beim Ausfüllen. Aha, da gibt es dann so eine. Den Analysebaum. Ja. Für manche Klienten, die das gerne selber ausfüllen, gibt es die natürlich auch die gleichen Fragen auch hier in Arabisch. Da können sie dann selber nachlesen. Selber ausfüllen. Ansonsten gibt es ja Leute, die auch nicht schreiben können, dann unterstützen wir dabei. Ein Unterstützer, die. Habt ihr heute schon viel Zulauf gehabt? Oder? Die meisten kannten sich aus, ja. Aha, okay. Und sind eigentlich gut zurechtgekommen. Ja, haben wahrscheinlich auch die Informationen auch von durch andere Ärzte schon vorher bekommen. Toll. Und macht Spaß, ihr sitzt schön im Schatten hier. Ja, wir waren da vorne in der Sonne und sind hier rübergezogen. Ja, allerdings. Das heißt, ja. Okay, also dann viel Spaß noch. Danke. Ja, machen Sie es gut. So, die Du kommst gerade aus dem Impfzentrum. Ja. Und bist heute geimpft worden? Ja, also bist ich bin geimpft worden mit Johnson & Johnson. Ja, okay. Und muss sagen, der ganze Ablauf war prima geplant, waren alle nett zu mir und alles hat gut funktioniert. Ja, und Sie haben jetzt auch kein Problem irgendwie, dass irgendwas weh tut oder sonst was? Im Moment ist alles in Ordnung. Ist alles super. Ja. Ja, ja, ja. Und ging auch relativ schnell, weil ich habe Sie ja gehen, so nur ein Stündchen oder so waren Sie hier. Alles durchgecheckt und dann kriegt man die Impfung. Ja, toll. Aha. Dann also viel Erfolg. Müssen die nochmal ran denn? Oder ist das so ein Einmal-Impfstoff? Johnson ist nur einmal. Ah ja, okay. Das ist das Gute. Das ist praktisch. Ja. Dann wünsche ich Ihnen. Also ich kann nur sagen, kann jeden empfehlen, sich impfen zu lassen für seine eigene Gesundheit. Toll, danke schön. Ja. Machen Sie es gut. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, danke.